So, und damit willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit dem Fred. Heute weitere Dorfbesuche. Ich hab's ja gesagt, hab's versprochen, heute 2 Folgen Dorfbesuche jetzt. Ja, für die Zukunft bewerbt euch gerne codembf@gmail.com an die E-Mail. Schickt ein Bild dabei vom Creator-Code MBF. Ja, und mit etwas Glück werdet ihr besucht. So, und natürlich für weitere Sachen bei Clash of Clans, wenn es mal wieder ein Update gibt oder so. Aktuell ist ja so ein bisschen tote Hose, aber wenn da mal wieder ein bisschen was los ist, dann auf jeden Fall auf jeden Fall den Kanal auch abonnieren, damit ihr dort nichts verpasst. So, Roxy von Die Gefährten, Level 19 Clan kenne ich sogar auch, 52 CW-Sterne, Champion Liga 3, 51 gewonnene Angriffe. Helden sind ganz gut gelevelt, würde ich sagen. Golemkönig, sehr schön. 259 und 283 Millionen gefarmt. Wir gucken mal eben drauf auf die Gefährten. Ja, Level 19 auf jeden Fall und 46 Leute drin im Clan. Alles klar. Und jetzt gucken wir mal drauf und dann werde ich gleich mal eben durchlesen, was er denn so geschrieben hat. Also, hi, ich spiele schon sehr lange COC, habe alle meine alten Accounts verloren. Diesen Account habe ich seit einem Jahr. Oh, alle alten Accounts verloren. Das ist natürlich krass. Deswegen gut aufpassen, immer mit der Supercell-ID verbinden deine Accounts oder eure Accounts, damit das nicht passiert. Also, Rados 12, Mauern schon angefangen auf Level 13 zu machen. Gebäude würde ich mal sagen, so gemischt. Ja, wir gucken mal drauf. Infernos 1, 2, 3, der wird gerade gelevelt. Die hier sind schon, oh, der ist schon auf 5, der ist schon auf 6. Sehr gut. Da auf jeden Fall gucken, dass die schön gelevelt sind. Aber Gebäude müssten schon einige auf jeden Fall gelevelt sein. Ja, Level 15, das bedeutet, da sind noch 2 Level oben drauf zu packen. Hier auch. Kanonen auch, die gehen auch auf 17 bei Rados 12. Das wissen wir ja von dem vorherigen Video. Das bedeutet, die Gebäude sind noch ein bisschen mehr so auf Rados 11 Niveau, ist aber nicht schlimm. Außen ein bisschen was an Deko gemischt mit Hindernissen, das ist auch nicht schlecht. Beziehungsweise, ja, da ist ein bisschen Deko. Das hier sind ja im Endeffekt auch Hindernisse. Wir haben hier auch eine Hybrid-Base und zwar, da ist nochmal schön Flächenschaden daneben, da auch, der ist auf Single, ist aber in Ordnung, also Lager 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo ist das 8, da unten ist das 8 noch, ist aber auch in Ordnung, da ist auch noch was daneben, hier auch wieder die Dreierreihe Artedef Rathaus Clanburg. Gibt es im Endeffekt nicht viel auszusetzen, Luftabwehr verteilt, Feger nicht zu dicht beisammen, Helden mittig, Dunkles halbwegs mittig, X-Bögen verteilt, beziehungsweise symmetrisch verteilt. Das ist doch alles in Ordnung. 9,5 von 10 für Roxy. Und jetzt gucken wir mal weiter. Denkt auf jeden Fall immer dran, nicht nur das Bild vom Creator-Code zu schicken, sondern auf jeden Fall auch euer Spielerkürzel, weil ich jetzt schon 2 Leute gesehen habe, die das Spielerkürzel halt nicht dabei geschickt haben und wenn ihr weder das Spielerkürzel schickt, noch ein Bild von eurem Account, dann finde ich euch halt nicht. Und das ist natürlich schade, weil ihr die E-Mail dann umsonst geschrieben habt. Und das wollen wir ja nicht. Mega, Nordumbrien, interessanter Clanname. Okay, also Level 1 Clan. Wir haben hier 207 CW-Sterne, Level 149, Goldliga 1. 53, 55, 21 die Helden, das ist schon mal gut. Skins am Start, 549 und 587 Millionen gefarmt. Sehr schön. Und jetzt gucken wir doch mal drauf. Also, mega Nordumbrien, Schattenszenerie. Sehr schön angefangen, die Mauern auf Level 13 zu machen. Wir haben auch hier eine Hybrid-Base, ein bisschen gedrungener das Ganze, also ein bisschen mehr zusammen die ganzen Gebäude, macht aber nichts. Infernos hier im Dreieck angeordnet. Adlerdev, Rathaus, Clanburg relativ mittig, ist aber in Ordnung. Wobei ich glaube, ich den hier eher auf Multi stellen würde, weil du dann das und das, weil du dann die beiden Lager noch schön hier geschützt hast durch den Multi, durch den Flächenschaden. Und das hier könnte im Endeffekt auch nicht. Ja, wobei, nee, den würde ich lassen. Den kannst du lassen, du hast ja da noch genug Flächenschaden am Start auf jeden Fall. Da ist noch was daneben, da ist auch noch was daneben, da ist noch was daneben, da ist noch was daneben, da ist auch noch was daneben. Und jetzt habe ich genug daneben gesagt, das sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, ist immer schön, wenn man die Mauern dann schon so ein bisschen hat, ne? Wenn man dann vor allem auf eine höhere Rathausstufe geht, so wie er das jetzt hier gemacht hat. Du gehst von 11 auf 12 und dann, ja, hast du schon mal das ein bisschen gelevelt und vor allem die Gebäude zumindest dann schon mal alle maxed Rathaus 11 Niveau. Das ist auch schon mal nicht schlecht, die Adler der Vater ja schon gelevelt, das ist schon mal gut.
Er schreibt: Hallo Fred, ich würde mich freuen, wenn du dir mein Dorf anschauen und bewerten würdest. Ja, da sind wir ja gerade dabei. Sieht aber ganz gut aus, würde ich sagen. Ist auch so eine 9,5 auf jeden Fall. Gibt es im Endeffekt auch nichts auszusetzen. Sehr schönes Dorf. Ihr habt alle ganz schöne Dörfer auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir doch mal eben. Hat wieder jemand sein Kürzel nicht geschrieben? Aber er hat zwei E-Mails geschrieben. Ah, gut. Er hat es noch in der zweiten E-Mail dabei geschrieben. Das ist natürlich dann auch nicht schlecht. Wenn es jemand vergisst, dass er das zumindest dann noch eben hinterher schickt, das ist natürlich immer gut, denn sonst finde ich euch ja nicht. Y8, und wie gesagt, wenn es Update-News gibt, irgendwas, dann auf jeden Fall hier bei mir auf dem Kanal und auch so, also sowohl bei YouTube als auch bei TikTok mal vorbeischauen. Da verpasst ihr nichts, da werde ich dann einige Videos zu machen, aber auf jeden Fall mal den Kanal abonnieren. So, Superkiller, Stavern 1, ich hoffe, ich habe das, Stavern 1, 94 TV-Sterne, Level 109, 94 TV-Sterne, Helden ein bisschen low, auch ein bisschen wenig gefarmt. Er schreibt: Spiele seit kurzem wieder aktiv, weil ich früher sehr gerusht war und es leider auch immer noch bin. Probiere das gerade wieder aufzuholen. Okay, das kriegen wir doch wahrscheinlich hin, das mal ein bisschen uns anzugucken und zu retten. Ja. Mauern sind aber zumindest schon mal alle auf Level 10. Das ist schon mal gut. Würde ich dann den Rest erstmal auf Level 11 machen und dann kannst du mal weitersehen. Dann hast du sie ja zumindest alle schon mal auf dem orangenen Level 11 Niveau. Base Layout würde ich dir eigentlich raten. Da brauchen wir jetzt hier gar nicht zu gucken, weil es im Endeffekt eine Push-Base ist. Und eine Push-Base ist das, was du gerade absolut gar nicht brauchst. Du brauchst eine Hybrid-Base, beziehungsweise eher dann halt in Richtung Farm-Base. Du musst ja viele Ressourcen sammeln, du musst viel ausbauen, du musst dranbleiben beim Ausbauen. Ist jetzt vollkommen egal, wie viele Pokale du hast, weil du ja dein Dorf weiterentwickeln möchtest. Von daher würde ich dir auf jeden Fall raten, dir eine schöne Rathaus 12 Hybrid-Base zu holen. Wir gucken mal drauf. Von den Gebäuden her ist halt echt gemischt. Deswegen das, was ich immer sage bei den Leuten, das, was ich den Leuten immer rate, nach und nach alles hochziehen, immer darauf gucken, dass die Level dann gleich sind, einfach auch vielleicht sich eine Fortschrittsbase noch holen nebenbei, damit man dann mal guckt, welches Gebäude habe ich gerade ausgebaut, welches Gebäude muss ich noch gerade ausbauen. Das ist halt immer super wichtig als Beispiel. Moment, hier hatten wir doch was, wo hatte ich denn gesehen? Ja, der ist auf Level 12, der ist noch auf Level 10. Wo hatte ich denn noch? Hattest du schon einen X-Bogen etwas weiter ausgebaut? Ich gucke gerade mal eben durch. Ja, die geht ja zum Beispiel schon auf Level 14. Die Doppelkanone. Das ist in Ordnung. Ja, muss halt mal gucken. Ja, hier ist Level 13, Level 12. Und wo hatte ich die gesehen? Die geht halt jetzt schon auf Level 14. Dass halt da immer die Level ein bisschen einheitlich sind, weil du sonst einfach irgendwann den Überblick verlierst. Aber das ist ja auch nicht aussichtslos bei dir. Es ist halt schon ein bisschen gerusht, aber jetzt auch nicht so super viel. Also es geht noch. Kannst du noch retten, wenn du jetzt einfach nicht weiter hochrusht. Also jetzt nicht auf Rados 13 gehst, dann kriegst du das eigentlich noch richtig gut in den Griff. Nur Bewertung halt immer, ich hab's ja gesagt, immer schwer bei gerushten Bases, weil, was soll ich da sagen? Ne? Man kann sagen, sie ist gerusht, man kann sagen, okay, so würde ich das beheben. Aber dann, was soll ich sagen als Bewertung? Ist dann immer ein bisschen schwierig. Also, wir gucken weiter. Marcel TM von Hamm Südpower, Level 17 Clan. Kein Stress, keine Gurken. Wir wollen einfach nur spielen. Wenn ihr bei den Clankriegen, in Klammern Liga, nicht dabei seid, auf Rot stellen. Okay. 1064 CW-Sterne, 3971 die Pokale. Viele CW-Sterne schon, ist in Ordnung. 1000 ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Helden schon gut gelevelt, er war auch schon in Legend Golem-König am Start, sehr schön, 1,7 Milliarden gefarmt, das zeugt auch immer davon, von einer sehr aktiven Spielweise, also Mauern, alle schon mal auf Level 14, das ist schon mal gut, er baut das Rathaus gerade noch hoch, ne? Er macht gerade den Giga Inferno noch auf Level 5, das ist schon mal ganz gut, hier haben wir natürlich jetzt auch eindeutig eine Pokal-Base, eine Push-Base, das ist keine Hybrid-Base, die sind alle aus, aber guck mal, Alter, guck dir das mal an, ey! Wie viele Sachen das, wie viele Gebäude. Eieiei. Allerdings, er verfolgt mich schon ein Jahr länger, als ich überhaupt COC spiele. Marcel, wie geht denn das? Hast du dich wahrscheinlich in einem Jahr vertan. Er schreibt: Ich würde mich freuen, wenn du mich mal besuchen würdest. Ich verfolge dich schon so gut wie seit meinem Beginn von COC 2012. Du hast mich letztes Jahr im Mai besucht und würde mich freuen, wie du mein Dorf ein Jahr später findest. Gerne kannst du auch mal einen Blick auf mein Nachtdorf werfen, da ich es regelmäßig verbessere. Alles klar?
Ja, auf jeden Fall richtig geil von den Hindernissen und von der Deko außen. Das sieht schon mal richtig gut aus. Schattenszenerie gefällt mir auch immer ganz gut. Hast ja schon angefangen, die starke Def hochzuziehen. Also die beiden Inferno-Türme hier, den ziehst du gerade hoch. Adler-Def und die Katapulte sind schon hochgezogen. Das ist schon mal gut. Ansonsten natürlich alles Stück für Stück hochziehen, aber das hast du ja schon genau richtig gemacht. Mauern schon da angefangen auf Level 15 zu machen. Ist zwar halt ein bisschen aufwendiger, aber ist auf jeden Fall gut. Ist auf jeden Fall auch so eine 9,5 von 10 auf jeden Fall. Sehr schöne Base. Vor allem hier außen mit der ganzen Deko. Das sieht richtig geil aus. Das gefällt mir richtig gut. Schön gemacht, schön umgesetzt. Und dann würde ich doch mal sagen, die Base sieht natürlich auch richtig solide aus für eine Pokalbase. Und jetzt gucken wir doch mal drauf. Rathaus, sage ich schon. Meisterhütte. Meisterhütte 10. Ja, Wolski. Schon angefangen, hier die Mauern auf Level 10 zu machen. Das ist bei Meisterhütte immer so ein bisschen einfacher, weil du bei der Meisterhütte ja immer die Mauern, die quasi Mauern entsprechen vom Level her der Meisterhütte. Also Level 10, hast schon angefangen. In der Mitte schon alles fertig. Da sehe ich auch schon ein bisschen was. Da ist der Wachposten von Otto auf Level 10, auch schon nicht schlecht. Der Kampfschrauber auf 21 und die Kampfmaschine auf 30. Ja, da ist sie mit dem Skin dabei. Sehr schön. In der ersten Phase hat er zweimal zwei Zerschmetterer. Luftabwehr ist auch am Start. Oh ja, viele Sachen auf jeden Fall. Starke erste Phase. Da wird mal zu beobachten sein, wie sich das dann, oder wie sich das schlägt, ne? Oh, das finde ich auch gut. Auf keinen Fall die Teiche abbauen. Denn wenn ihr die Teiche abbaut, die kommen nicht wieder. Das solltet ihr auf jeden Fall nicht machen. Hier noch ein bisschen Deko. Das sieht auch mal ganz gut aus. Ein bisschen Leuchtfeuer hier hingepackt. Und noch Fackeln. Und da die uralte Barbarenstatue plus noch zwei Ziele. Sieht auch gut aus. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir doch auf jeden Fall mal weiter. So, wen hatte ich denn noch? Wen hatte ich denn noch? Und zwar hier hatte ich noch jemanden gefunden. Okay. L9YGPYORJ. Mohammed oder Mohammed, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aus dem Clan Haariger Otto. Okay. Ich weiß nicht genau, warum der Clan so heißt. Schreib es mir mal gerne in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. 45 Leute drin, Level 11, 196 CW-Sterne hast du, 2785 Pokale. Level 132, auch hier wieder ein Rathaus 12er, haben wir heute auf jeden Fall öfters mal. 152 und 153 Millionen gefarmt. Und dann schauen wir doch mal, was denn der gute Muhammad oder Mohammed mir so geschrieben hat. Also, er schreibt: Hallo MBF, ich würde mich freuen, wenn du mein Dorf bewerten würdest. Spiele schon seit 5 Jahren, habe aber eine lange Pause gemacht und vor einem Jahr habe ich dank dir wieder angefangen. Das freut mich doch auf jeden Fall. Pixel-Szenerie sehe ich schon mal hier als erstes. Sehr schön. Mauern hast du auch schon angefangen auf Level 13 zu machen. Das ist auch gut. Der haarige Otto ist in der Mitte. Nämlich die Clanburg. Also die Dreierreihe. Clanburg, Rathaus, Adlerdev am Start. Die Lager sind, glaube ich, auch geschön verteilt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr gut. Da würde ich vielleicht noch ein bisschen Flächenschaden nebenpacken. Das vielleicht noch tauschen hier. Das wäre meiner Meinung nach etwas sinnvoller. Die könntest du auch noch tauschen hier. Ansonsten passt das aber soweit. Ja, und den auf Multi machen, glaube ich. Dann hast du da auch noch ein bisschen mehr Feuerkraft gegen die Schleichkobold oder sonstige Farmtruppen. Aber gut, du bist in Meister 2. Ist halt die Frage, mit was du da angegriffen wirst. Das kann man da nicht vorhersehen. Luftabwehr schön verteilt, Minenwerfer sind zwar außen, aber ist sowieso egal, die sind schlecht. Gebäude, gucken wir mal eben drauf. Level 16 und Level 16, da geht ja dann noch ein Level drüber, aber sehr gut. Infernos habe ich eben schon gesagt, im Dreieck angeordnet, sehr gut. X-Bögen, 1, 2, 3, 4 ist auch gut, schön verteilt. Bisschen Deko außen, bisschen Hindernisse außen. Hier unten so ein paar Statuen, ne? Oh ja, die Clash-Bücher-Statue, die sieht sehr gut aus. Der Magier. Die sagenumwobene Statue von dem Film müsste das ja sein. Und dann noch die Feuerfigur. Sieht auch gut aus. 9,5 von 10. Eben hatte ich, glaube ich, auch eine 9,5 gegeben für Marcel. Und ja, da würde ich mal sagen, eine schöne Base. Gibt es jetzt auch nicht viel auszusetzen. Und wenn du auch besucht werden möchtest, schick eine E-Mail an codembf@gmail.com. Vergiss nicht, ein Bild dabei zu schicken vom Creator-Code MBF und natürlich das Spielerkürzel nicht vergessen. Und dann sehen wir uns wieder in einer neuen Folge. Wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Lass krachen und bis später. Tschüss.